Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB hat Hanseaten im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss zu einer Buße in Höhe von 80.000 Euro verurteilt. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Am 24. Februar hatten Teile der HSV-Anhänger beim Auswärtsspiel in Bremen 0:1 aus ihrem Block in unregelmäßigen Abständen und mit unterschiedlicher Intensität große Mengen an Pyrotechnik abgebrannt und sie teilweise auch auf das Spielfeld geworfen bzw. geschossen. Deshalb musste Begegnung in der 3. und in der 45. Minute kurzzeitig unterbrochen werden und verzögerte sich auch in der 86. Minute nochmal, als eine Leuchtkugel auf dem Rasen landete. Ein Zuschauer erlitt aufgrund der Vorfälle ein Knalltrauma. Außerdem warfen Hamburger Zuschauer nach dem Siegtreffer für Werder in der 86. Minute zahlreiche Getränkebecher und Pfannenstöcke aus dem Oberrang in den Unterrang, in dem Werder-Fans saßen.